So, willkommen zurück, Leute. Weiter geht es. Wir haben jetzt hier als Mission eine DedSec Party. Und ja, die werden wir jetzt machen. Ich schnapp mir erstmal ein Auto. Und dann. Ne, ich will kein Taxi fahren. Das ist voll die abgelegene Gegend. Ich gönn mir mal hier den Roller. Erstmal die Musik ändern. Sollte es mir vielleicht mal oder ach was, was soll's? Wir machen einfach eine Schnellreise, Leute. Das dauert jetzt zu lange. Ich will jetzt nicht durch die Gegend fahren. Nice, die sind ja voll in Partystimmung hier. Sind alle da, nice. Schön, dich zu sehen, junger Mann. Willst du dich endlich DedSec anschließen oder ziehst du dich noch? Nee, Leute. Ich bin viel lieber selbstständig. Hier gibt es nicht genug Sprengfallen. Aber ihr seid nicht schlecht. Wer sonst hätte den Mumm gehabt, es mit Cass aufzunehmen? Ihren psychopathischen Anführer werden Albion schwer vermissen. Aber so schnell sind die nicht weg vom Fenster. Ich hoffe, DedSec ist weiter kampfbereit. Natürlich. Immer. Schön, Sie zu sehen, Liebes. Ich muss zugeben, dass ich Sie für eine ziemliche Spaßbremse gehalten habe. Ich bin auch nur ein Mensch und wir haben einiges zu feiern. Cass hat bekommen, was er verdient hat. Und ohne Mary sind die Kellys endlich mal in der Defensive. DedSec macht es den üblen Typen hier ganz schön schwer. Bis die Polizei wieder Biss hat, bin ich auf DedSecs Seite. Gut. Können wir eigentlich hier drinnen den Charakter wechseln? Warte mal. Komm, wechseln wir zu der. Ach, zurzeit nicht verfügbar. Okay. Jo, was geht? Genießt du die Party, Richard? Na, da oben müssen wir noch mit der reden. Aber erstmal abdancen, Leute. Also, tanzen. Yes, Omi, let's go. Okay, das reicht. So, reden wir noch mit ihr. Na, das gibt es doch nicht. Endlich bist du zur Vernunft gekommen und machst eine Pause. Eine wohlverdiente. Dank uns denkt die herrschende Klasse zweimal nach, bevor sie sich mit London anlegt. Wenn die sehen, was mit Cass passiert ist, machen sie sich in die Hose. Die Zeiten ändern sich. Kämpft weiter und ich bin an eurer Seite. Bis später. Nice. So. Ach, jetzt können wir sogar mit Richard reden. Was will er uns denn sagen? Okay, junger Mann, entweder erzählst du der Klasse, was so witzig ist, oder du hältst die Klappe. Dann verderbe ich mir doch den ganzen Spaß. Ich gebe einen Tipp. Gruselige Stimme, cooler Name. Eine kleine Drama-Queen. Oder habt ihr schon vergessen, dass Zero Day noch frei rumläuft? Ihr seht euch Albion an, den Sirs, die Kellys, sogar Sky Larson. Habt ihr mal in Betracht gezogen, dass ihr vielleicht eher in eurer Nähe suchen solltet? Aha! Wusste ich es etwa von Anfang an? Und müssen reden. Ey, wenn Sabine Zero Day ist, Leute, dann müsst ihr
in dieses Video jetzt alle ein Like drücken, denn ich habe es am Anfang des Let's Plays gesagt, dass mit Sabine etwas nicht stimmt. Es kann nicht sein, dass sie die einzige Überlebende ist. Guckt euch das erste Let's Play an, da habe ich es schon gesagt. Und ich wusste es nicht, ich schwör's. Ich hatte kein Early Access, gar nichts. Hallo? Ich verderbe ungern die Party, aber wir haben unerwünschten Besuch im DedSec-Netzwerk. Und der lädt all unsere Technologie runter auf ein Remote-Gerät namens Drew Britannia. Was um Himmels Willen? DedSec. Unser Name ist Zero Day. Wir trafen uns schon im letzten Leben. Diese Stadt brauchte einen Schurken und ihr wart perfekt für die Rolle. Jetzt lasse ich euch einen neuen Part spielen. Während ihr fleißig versucht habt, diese Stadt zu retten, habt ihr uns für einen Krieg bewaffnet. Naja, wir kennen unsere eigene Rolle selbst nicht immer. Und manchmal, am Ende des Stücks, wartet der Tod. Irgendein Zero-Day-Hacker hat es beklaut. Wenn ich eine gefühllose Maschine wäre, würde ich dich jetzt daran erinnern, dass ich dich vor Zero Day gewarnt habe. Beweg deinen Hintern, Bagley, und verfolge das Signal. Ich kann den Ursprung des Angriffs nicht exakt lokalisieren, aber der Admin hat über einen IP-Bereich für autonome Fahrzeuge auf die Festplatte zugegriffen. Hier sind die groben Koordinaten. Am besten gehst du gleich los. Ja, ich will auf jeden Fall herausfinden, ob Sabine ist. Ey, wenn das Sabine ist, na dann... dann ist das Spiel viel zu sehr vorhersehbar, wenn man ein bisschen genauer hinschaut. Das kann ich jetzt echt nicht gebrauchen. Ach ja? Was war es denn? Ich habe dir die grobe Position des Signals des Zero-Day-Hackers geschickt. Wie gesagt, ich habe keine genauen Koordinaten, also musst du das Gebiet absuchen. Ich nehme jetzt einfach den Taxi. Auf. Danke, mein Lieber. Wir nehmen jetzt einfach ein Taxi. Wenn das jetzt, ey, im Norden sogar, ey, wenn das jetzt Sabine ist, ne? Die hat doch gesagt, die ist im Norden. Wenn das jetzt Sabine ist, wenn das Sabines Hütte ist, ich werd's direkt merken. Ich hab ihre Videochats so schnell, also so oft gesehen. Ich werd's sofort merken, wenn das Sabines Hütte ist. Und dann quitte ich das Video. Nein, Spaß. Ja, aber dann, wenn das Sabine ist, ne? Uff, Leute, mein Puls ist gerade auf 180, Alter, so tutum. Ich will ganz schnell dahin. Du bist jetzt nah am Ursprung des Signals, mit dem unser Netzwerk gehackt wurde. Ja. Der Ursprung des Hackersignals ist jetzt ganz in der Nähe. Es kommt aus einem Van. Okay. Aus einem Van. Holen wir uns den Van. Okay. Und wer auch immer dahinter steckt. Der Van hat keinen Fahrer, scheint aber von bewaffneten Drohnen beschützt zu werden. Neuer Plan. Bleib nah genug dran, während ich das Steuersignal zurückverfolge. Wenn ich bei deinem irren Plan sterbe, gebe ich dir die Schuld, Bagley. Ich werde es auf deinem Grabstein vermerken. Ups. Wir haben den falschen Wagen für die Verfolgungsjagd, aber egal. Wir schaffen das schon. Ah, ich bin doch richtig abgebogen, scheiße. Dringende Durchsage, tödlicher Feind an ihrer Position. Wir gehen vorsichtig vor, Ende. Komm, hack das Ding jetzt. So, wer ist es? Bagley, zeig's mir. Wer ist es? Hey,
Bringe dich in Sicherheit, okay. Also dürfen wir jetzt abfahren. Sollen wir einfach ins Wasser springen? Ich habe echt keine Lust auf die Verfolgungsjagd. Bereit, das Fahrzeug abzufahren. Oder wir machen einfach den hier. Es gab einen Unfall. Ende. Und dann machen wir na, den komm, hier. Gib schon auf. Ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig. LOL. Der NPC hat einfach den Albion-Soldaten überfallen. Läuft bei ihm. Tja. Ich bin weg, Bitch. Ich bin weg. Ich bin weg, habe ich gesagt. Folgt mir nicht. Sehr gut. Alter, wollt ihr mich verarschen? Wie schaffen die es mir überall hin zu folgen? Yo! Relax! Was ist denn los? So, jetzt habe ich sie aber abgehängt. Hoffentlich. Gefahr! Fahrzeug im kritischen Zustand. Bitte steigen Sie sofort aus. Abgeschlossen. Das Signal, das den Van steuert, kommt aus dem Stockwell-Kriegsbunker. Könnte sein, dass Zero Day die ganze Zeit von da operiert. Wenn ja, haben sie wirklich einen Hang zum Dramatischen. Das können sie sich fürs Theater aufheben. Schickt mir die Koordinaten. Wir wechseln jetzt erstmal unseren Fahrzeug. So. Ich hätte mich echt gefreut, wenn die Ex-Attentäter so einen Sportwagen hätten. Weil die verdienen ja genug Geld eigentlich. Dann wär das echt ein perfekter OP-Charakter. Und leider sind diese Wagen echt selten zu finden. Also man sieht sie nicht jedes Mal direkt. Oder es kann wirklich sein, dass es gebietsabhängig ist. In Nine Elms sind die, glaube ich, ist so ein reichen Viertel. Ups. Sorry. Ich fahre so schnell ich kann, Leute. Ich will wissen, wer Zero Day ist. Ich kann es nicht mehr abwarten. Jetzt, wo ich so nah dran bin, machen wir es auf jeden Fall. Ich wollte eigentlich einen weiteren Stadtteil befreien. Aber ich will mal so langsam mit der Hauptstory fertig werden. Morgen ist schon Freitag, an dem Tag, wo ich dieses Video aufnehme. Und Anfang nächste Woche kommt ja Valhalla Release. Deswegen. Du bist in der Nähe des Stockwell-Bunkers, dem möglichen Zuhause der Dead Sect aus einer bösen Parallelwelt, die sich Zero Day nennt. Ja, so, gucken wir mal. Für wen halten sich diese Alien-Wichser eigentlich? Die glauben, sie sind
Alter, ich bin echt gespannt, Leute. Ich bin echt mega gespannt jetzt. Der Aufzug, der in den Zero-Day-Bunker führt, wird durch ein seltsames Sicherheitssystem bewacht. Eine Art Nachahmungsspiel. Du musst das Rätsel lösen, um nach unten zu kommen. Okay, bis jetzt sieht's nicht aus wie Sabines Zuhause. Ich bin bereit. Autsch! Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Tja, ich wäre ja vorsichtig, es nicht wieder zu verbocken. Aber kein Stress. Ich weiß nicht mal, was ich machen muss. Aber Kopf hoch. Hacke die Bildschirme, um den Code einzugeben. Ja, welcher ist der richtige? Das ist hier die Frage. Ach, die leuchten auf. Haben die eben auch aufgeleuchtet? Warte, warte, das müssen wir nochmal machen. Das müssen wir nochmal machen. Also. Ich habe gar nicht gemerkt, dass die geleuchtet haben. Eins. Zwei. Drei. Ja, das ist ja voll easy. Eins. Zwei. Drei. Diese Sicherheitsmaßnahmen sehen nicht aus wie im Zweiten Weltkrieg. Da hat wohl jemand aufgerüstet. Fuck, ich hab nicht gesehen, wer der Erste war. Fuck. Bevor wir nochmal interagieren, warte ich erstmal, bis sie sich regeneriert hat. So. Okay. Also. Auf ein neues. Oben links, oben rechts, unten links, oben rechts, Mitte. Unten rechts. Scheiße. Also oben links, oben rechts, unten links, oben rechts, Mitte. War das richtig? Ja. Glaub schon. Und unten rechts. Ja. Rechts. Oben, oben, unten, oben. Alter, was? Das kann ich mir gar nicht merken. Oben, oben, unten, oben, unten. Fuck! Ich bin richtig schlecht in sowas. Vielleicht sollte ich es, ich habe eine Idee, Leute. Ich mache ein Video davon. Sieht jetzt echt scheiße aus, aber okay. Okay. Also. Oben rechts. Dann. Oben links meine ich. Oben rechts. Dann unten links. Dann wieder oben rechts. Dann links, Mitte, unten, links und oben, unten. Links, Mitte, unten, rechts, oben und unten. So. Geschafft.
Holy shit. Da steht Rest. Okay. Hab jetzt ein bisschen gecheatet beim letzten, aber ich habe gerade echt keinen Kopf dafür, um das auswendig runterzurattern. Nicht gerade das einladendste Clubhaus, was? Wenn ich überlege, wie sicher es oben ist, würde ich mit einigen unorthodoxen Abwehrmechanismen rechnen. Na, dann gehen wir lieber hier lang, wollte ich sagen, aber... Also laut der Map gibt es hier einen Durchgang, aber hier nicht, okay. Da ist eine Bombe. Da ist auch eine. Oh fuck, hier ist auch eine. Ach, das ist Rauch. Fuck. Vielleicht hätte ich auch einfach schnell durchlaufen müssen, aber ich mach's jetzt vorsichtig. Wir wollen ja nicht sterben. Fuck, da war noch einer. Du machst mir keine Angst, lausige Blechdose. Ne, mir auch nicht. Um Himmels Willen. Als würde ich durch jemandes horrende Seelenklempnerrechnung laufen. Fuck, 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 fuck. Boah, das war knapp. Alter, wie viele Fallen der hier hat, Mann. Der ist safe nicht hier. Wird selbst zur Maschine. Der oder die. Technologie sollte der Menschheit dienen. Nicht sie ersetzen. Da vorne ist etwas Seltsames. Das sehe ich mir mal an. Ah, der Bauch der Bestie. Der psychotischen kranken Bestie. Bagley, kannst du bestätigen, dass dies das Hauptquartier von Zero Day ist? Das ist nicht autorisiert? Wie kann das nicht autorisiert sein? Entschuldigung, von wem nicht? Das autorisiert? Ist von Sabine. Von, das ist ihr Zimmer. Ich kann es erkennen. Sagen, dass das total nervig ist? Na, ich wusste es, Leute. Ich wusste es, das ist das. Jetzt das ist der Raum. Sieh zu, was du von kannst. Hier? War die Kamera in die Richtung gelenkt und man hat den Rechner gesehen. Ich erfasse Albion-Aktivitäten im Gebiet. Vielleicht suchen die. Man hat den Rechner gesehen mit den rosafarbenen mit der rosafarbenen Kühlung und hier die Bilder hat man auch gesehen. Das ist Sabine, Alter. Ich pack's nicht, Leute. Jetzt habe ich ein bisschen gespoilert, aber ja, ich wollte euch halt zeigen, wie ich das erkannt habe. Anscheinend betreibt Zero Day die Chip-Verfolgungssoftware, die wir von Mary Kelly haben. Was glaubst du wohl, was sie damit machen? Da kriege ich Gänsehaut. Als hätte ein Psychopath seinem Wahnsinn einen Tempel gebaut. Zero Day hat Themis-Drohnen zurückentwickelt. Haben die vielleicht ihre eigene Privatflotte? Kann sein, ja. Akte wird heruntergeladen. Zero Day hat eine Backdoor zu Filament, zu dem Überwachungssupercomputer, wegen dem Malik so besorgt war.
Und hier liegt noch eine Textdatei, die müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Ermani, die Wahrheit über Hacker. Wir sind keine digitalen Geister, die aus Spaß handeln. Wir verkörpern wahre Veränderungen. Wir sind zufrieden. Wir sehen die Welt, wie sie ist. Wir sind die Verkörperung wahrer Veränderungen. Moral ist subjektiv. Wer nichts unternimmt, ist nichts wert. Und so weiter. Brauchen wir nicht durchlesen. Das ist der Bagley-Quellcode. Eine Kopie meines Hirns von BrokerTech. Code, den wir in Sky Larsons Labor gefunden haben. Du lieber Gott. Eindeutig hat DedSec unwissentlich Zeug für Zero Day geklaut. Bei dem Schlafplatz erfasse ich ein paar Geräte, die vielleicht Aufschluss geben könnten. Ja. Autsch, das sieht schmerzhaft aus. Langsam, langsam, bitte. Lass ihn atmen. Unser persönlicher Guy Fawkes. Aber die falsche Maske. Fick dich. Wir haben die Bombe nicht gelegt, sondern entschärft. Selbst wenn ich einem DedSec-Aufrührer glauben würde, denkst du, das wäre wirklich von Bedeutung? Seit wann ist Albion der alleinige Richter und Henker? Ihr habt keine Gerichtsgewalt in London. Doch, jetzt schon. Alter. Aufgepasst. Alle Einheiten sollen ausrücken und die ganze Stadt abriegeln. Leistet medizinische Hilfe, helft Verletzten. Zeigt die Waffen. Es muss gut für die verdammten Kameras aussehen, kapiert? Ich wusste es, Leute. Ich wusste es, Sabine Zero Day. Ich wusste es. Ich wusste es von Folge 1, als sie gesagt hat, dass sie die alleinige Überlebende ist. Von London wusste. Und ich wusste die Position des DedSec-Verstecks. Als hätte ihm jemand einen Tipp gegeben. Aber ich nehme an, das wirst du dir schon noch selbst zusammenreimen. Ich hab's mir schon zusammengereimt. Keine Sorge, Bagley. Soweit kann ich auch denken. Zeit für einen Neustart. Oh mein Gott. Trennungen sind hart. Steht London in Flammen? Teilweise. Dann ist mein Teil erfüllt. Gib die Filament kurz frei. Einer aus deinem DedSec-Trupp hat die Bombe am Parlament entschärft. Ich dachte dabei eher an ihn, um ehrlich zu sein. Das ist immer noch der größte Terroranschlag in Londons Geschichte. Wenn dir das nicht reicht... Oh, es reicht mir. Aber der Deal ist geplatzt. Weißt du überhaupt, mit wem du dich anlegst, Mr. Cass? Ich weiß, dass du in der Stadt Bomben gelegt und deine Freunde gefickt hast. Wer weiß, was dir mit einem Spielzeug für große Mädchen wie Filament einfallen würde. So ist es besser, Schätzchen. Sie hält ab! Schnapp! Sabine. Sabine gehört zu Zero Day. Sie war unsere Freundin. Aber... sie hat Dorton getötet, all diese Menschen verletzt. Sie hat uns total an der Nase herumgeführt. Sie ist die Anführerin. Das erklärt, warum sie meinen Speicher gelöscht hat. Es gibt hier einiges aufzuklären. Aber zuerst, ich habe herausgefunden, wo Rule Britannia läuft. Auf dem Rechner da drüben. Auf welchem? Na dann. Gucken wir uns das auch an. Hab's gefunden. Ach du meine Güte. Drool Britannia ist ein großer CTOS-Patch. Ich weiß nicht, wie ich es aufhalte. Niemand kann es aufhalten. Darum geht es doch. Und? Beeindruckt? Kommt drauf an. Was ist Drool Britannia? Das große Reset der Gesellschaft.
Während der Zack bloß herumrennt und Bugs behebt, lösche ich den Quellcode. Und zerstöre die Hardware. Komplett. Mit euren Technologiediebstählen habt ihr zu etwas Wunderschönem beigetragen. So wunderschön, dass du einen blöden Bunker bauen musstest, um dich zu verstecken. Wann taucht der Rest von Zero Day auf? Es gibt nur mich. Ich habe früh gelernt, dass niemand bereit ist, für Veränderungen wirklich was zu opfern. Das war sowas von klar. Einzelne Geschichte. All ihr Größenwahnsinnigen, glaubt das. Autsch. Ich hatte gehofft, dass ihr wenigstens meine Gründe verstehen würdet. Liebste Rekruten? Es tut mir leid. Aber wieder einmal hat der Zack keinen Nutzen mehr. Schwimmt aus! Heute werden Millionen leiden. Was für eine Ehre, mit ihnen zu sterben. Sucht alles ab! Sabine, die Elende. Was für eine Fotze, Alter. Eingesperrt, damit mich diese Gangster erschießen. Ich brauche Zeit, um das Sicherheitssystem zu knacken und die Sprengtüren zu öffnen. Bleib am besten am Leben, bis ich fertig bin. Lass mich nicht sterben, junger Mann. Warum dauert das so lange, Alter? Sollten hier noch Gegner kommen? Ich habe die Türen freigeschaltet. Ich schlage vor, du haust schnell und sicher ab. Danke. Du musst einen anderen Ausgang finden. Schnell und sicher. Albion setzt in der ganzen Stadt Leute ein, um Agenten aufzugreifen. Sie sind hinter mir her! Jo, das war schön. Kurz mal monieren. Ihr seid ja hartnäckige Bastarde. Alter, ich kann es einfach nicht fassen, dass ich einfach 400 IQ in der ersten Folge vorausgesagt habe, dass Sabine Zero Day sein könnte. Ich fasse es immer noch nicht. Das verdient doch einen Daumen hoch, Leute. Oder? Was sagt ihr? Verdammt, das war hart, aber ich bin entkommen. Ja, hervorragende Arbeit. Was soll das? Hast du die zu mir geschickt? Ich werde von Albion-Arschlöchern gejagt. Ja, sie machen uns allen Ärger. Wir müssen uns treffen. Sabine hat eure Position an Albion verraten. Alle Agenten sind aktuell in Gefahr. Ups. Haltet euch alle bedeckt und meidet Menschenansammlungen. Ich schicke euch einen unauffälligen Treffpunkt. Alter.
Wegen scheiß Alien habe ich jetzt einen Menschen mitgenommen. Folgt mir mal weiterhin. Mal gucken, wohin ihr mir folgt. So, Escape Plan. Auf zum Boot. Abgeschlossen, das Gesicht des Feindes. Scheiße! Was ist los, Max? Ich bin nicht sicher, aber ich habe einen alternativen Ort für ein Notfalltreffen gesichert, der weit entfernt vom Versteck ist. Ich schicke jetzt die Koordinaten. Ich sterbe! Das war knapp. Sollen die sich gegenseitig zerstören? Alter, der Upgrade. Der Upgrade war so gut mit der Drohne. Mein Boot ist zwar jetzt geplatzt wegen dem anderen, aber egal. Wir wechseln mal zu Roger. Oder... Ja, komm, wir wechseln zu Roger. Warum auch nicht? Da weiter, wo dein Teammitglied aufgehört hat. Das bringt dir sicher Dank ein. Hat da jemand wieder mit Waffen und Granaten gespielt? Okay. Also wir sollen zur Notfallbesprechung. Ich übernehme. Ich gönn mir mal hier das Boot. Also rein theoretisch ist das weit weg. Ich muss mal ganz kurz was schauen, sorry Leute. Wir gehen mal ganz kurz woanders hin, wenn ich es zeitlich schaffe. Ich habe eine Minute Zeit, dort zu sein. Schaffe ich das überhaupt? In einer Minute? Ich glaube nicht. Wir müssen genau, wenn die Ingame-Zeit 2 ist, müssen wir schon dort sein. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Doch, könnte klappen. Mit Full Speed. Die Notfallbesprechung ist auch in der Nähe. Das passt.
Dann machen wir das in dieser Folge. Ich wollte eigentlich eine extra Folge draus machen. Aber... So, und zwar hier auf der Karte, ich zeig's euch. City of London, geht ihr runter. Hier ist eine Maske. Und da kommt ihr nicht einfach so dran. Das ist die Maske von Droft. Und ja, das ist ein kleines Easter Egg. Wenn die Ingame-Zeit auf 2 ist, also 2 Uhr morgens, dann müsst ihr hier vor diesem Tor hin, das ist hier direkt links von der Brücke, dieses Gebäude, und darunter kann man durchgehen und hier einfach sich da vorstellen, und wenn es genau 2 Uhr ist, habt ihr ganz kurz Zeit hier reinzugehen. Wir warten jetzt einfach so lange, ihr könnt gerne vorspulen. Können wir mal ganz kurz schauen, was wir danach machen. Gut, wir können ja ein bisschen reden, Leute. Für die Leute, die nicht vorgespult haben. Also, was denkt ihr, wie krass ist das, dass ich das vorhergesagt habe, Leute, mit Sabine, dass die die Anführerin von Zero Day ist, Alter. Die Verräterin, was wir alles für sie getan haben. Die war, ich hab's gewusst von Anfang an, die war die ganze Zeit komisch. Wenn ich einen Aufstand anzetteln würde, ja, und sagen würde, ey, hört mal, das und das läuft falsch in dieser Stadt und ich brauche eure Hilfe, ich will dagegen was tun, dann würde ich doch den Leuten helfen und nicht in meinem mich in meiner Base verstecken, auch wenn die Kameras die suchen. Die anderen werden auch gesucht von Albion-Leuten. Verstehst du? Deswegen hat das schon von Anfang an keinen Sinn ergeben, die Storyline. Und ja. So. Und da sie nicht aus ihrer Base rausgekrochen kam. Sogar Hamish ist rausgekommen. Sogar Hamish. Hamish, der Typ, der sich mit Waffen verbarrikadiert hat in der Wohnung. Deswegen war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es Sabine ist. Nur ich brauchte halt die Bestätigung vom Spiel. Und ja. War echt krass. Ich hoffe, wir werden noch erfahren, warum sie das getan hat. Also, dass sie größenwahnsinnig ist, haben wir ja jetzt eben gehört. Und ja, dass sie das ganze System löschen will. Ich weiß nicht, wie sie das schaffen will, aber ja, das werden wir dann gleich sehen. Also, noch 20 Sekunden. Dann sollten wir das hier aufmachen können. Wäre echt cool, wenn die im nächsten Watch Dogs Teil auch die Schiffe begehbar machen, so große Schiffe, dass man da rein kann und so weiter. Oder dass das Hauptquartier in so einem Schiff ist, was so sich bewegen kann. So ein bewegliches Hauptquartier würde ich auch voll feiern. Also mehr so Action, wenn sie schon so eine schöne Stadt auch aufbauen, wo man auch auf dem Wasser interagieren kann, dann müssen die auch mehr da auf dem Wasser machen. Also es ist halt total useless. So, ihr könnt zwar mit Booten fahren, aber das war's auch. Hat irgendwie überhaupt keinen Sinn und Zweck. So, es gibt ein, zwei Orte, wo ihr mit dem Boot hinfahren müsst, um Technikpunkte und so weiter zu kriegen. Aber sonst haben die sich da auch nichts anderes gedacht, so. Ist halt schade, ne? Ist wieder mal Thema ungenutztes Potenzial. Für die Leute, die meinen Assassin's Creed Odyssey Let's Play gesehen haben, die wissen, was ich meine. Ich habe mich so aufgeregt manchmal
in Odyssey. So, 56, 57. Komm schon, ich will rein. 58, 59. 2, öffnen. Jawohl. Ja, so kommt ihr in den Club rein von Droft. Ist ein ziemlich cooles Easter Egg, finde ich. Das kann man noch nicht herunterladen. Okay. Und hier ist halt seine Maske, die ihr dann nehmen könnt. Die hat nicht jeder, also solltet ihr euch die auf jeden Fall schnappen. Und ja, ich beende die Folge hier und in der nächsten Folge machen wir auf jeden Fall mit der Hauptstory weiter, damit wir gucken können, was mit Sabine passieren wird. Also haut rein.